Grüß Gott zu den Vektortechnologietagen am Stand für Logger und Datenanalyse. Hier können wir Ihnen unsere Datenaufzeichnungsgeräte zeigen. Datenlogger von kleinen Loggern GL1000 bis GL4000. Hier das Mittelklassegerät GL2000, mit dem bis zu 4 CAN-Kanäle und 2 LIN-Kanäle aufgezeichnet werden können. Dazu wird das Gerät normalerweise in einem Fahrzeug fest verbaut und an die Bussysteme angeschlossen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite können Bediengeräte angeschlossen werden, damit ein Testfahrer zum Beispiel durch eine Sprachnotiz auf besondere Situationen hinweisen kann, die der Logger dann auch besonders aufzeichnet. Für diesen Zweck werden die Logger konfiguriert mit dem Vektor Logger Konfigurator. Das ist ein komfortables Tool, was über Formulare quasi den Logger konfigurieren lässt. Man kann hier Kommentare eingeben, die mit abgespeichert werden, welche Messaufgabe überhaupt erfüllt werden soll. Und dann kann man all die Kanäle, die der Logger anbietet, konfigurieren und separat aktivieren, damit bei der Messaufgabe klar wird, was der Logger überhaupt aufzeichnen soll. Bei einem CAN-Bus zum Beispiel muss man die Bodrate einstellen, bei einem Analogeingang die Abtastrate. Wenn das erfolgt ist, kann man den Logger in verschiedenen Betriebsmodi betreiben. Zum einen, dass er kontinuierlich alles aufzeichnet oder dass er nur auf bestimmte Triggerbedingungen hin die Daten aufzeichnet. Ersteres ist der einfachste Anwendungsfall, in dem man konfigurieren kann, dass eine Sprachnotiz aufgezeichnet und mit einem Marker in den aufgezeichneten Daten versehen werden soll. Wenn ich diese Konfigurationsschritte durchgeführt habe, kann ich den Logger über USB an den PC anschließen und die Konfiguration auf den Logger schreiben. Das geht innerhalb weniger Sekunden. Und wenn ich dann den USB-Anschluss abstecke, dauert es noch einen kleinen Moment, bis der Logger diese Konfiguration in die Ablaufumgebung übernommen hat und bereit ist, die Messaufgabe durchzuführen. Wenn wir jetzt annehmen, dass die Testfahrt abgeschlossen ist, der Anwender eine Sprachnotiz aufgezeichnet hat und einen Trigger ausgelöst hat, dann kommen wir mit dem Fahrzeug irgendwann wieder an die Auslesestation zurück, schließen den Logger wiederum über USB an den PC an und können dann uns in dem Logger-Konfigurator wieder die Daten, die aufgezeichnet worden sind, ansehen und sehen dort zum Beispiel, dass hier jemand auf den Auslöser gedrückt hat und eine Sprachnotiz hinterlassen hat. Wenn ich die Situationen identifiziert habe, die mich interessieren, kann ich die Daten einfach per Knopfdruck abholen vom Logger und in das entsprechende Zielformat konvertieren automatisch, damit die Daten dann in anderen Tools weiter analysiert und verarbeitet werden können, wie zum Beispiel in einem Canalizer, in dem ich mir dann die Signalverläufe grafisch ansehen kann, ob sich das Fahrzeug während dieser Testfahrt richtig verhalten hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.